herzlich willkommen im Kulturpalast, Ihrem Kulturmagazin mit der frohen Botschaft. Ich gebe zu, unser Planet hat gerade keinen guten Lauf. Klimakatastrophe, Kriege, Terror, Flüchtlingsströme, einstellige Wachstumsraten in China, zweistellige AfD-Ergebnisse in Deutschland. Alles keine guten Nachrichten. Und deshalb stellen wir heute die Frage, kann Kunst die Welt retten oder sie zumindest ein wenig heilen? Mit dabei Lichtgestalt Olafur Eliasson als Gast im Studio, Lee Scratch Perry, der Erzengel des Dub, Carla Hopzer, die einmal durch Europa taucht, ein achtstündiges Wiegenlied von Max Richter, Marina Abramovic und die Latex-Lady aus dem Weltall, Sascha Frolova. I think art is the only way to change this world to Kunst ist der einzige Weg, diese Welt zum Besseren zu verändern. Und sie zu retten. Das macht Künstler zu neuen Superhelden. So artists are new superheroes. Auf die alten Superhelden ist ja kein Verlass mehr. Batman zum Beispiel ist ziemlich alt und düster geworden und vertreibt sich die Zeit ausgerechnet damit, Superman zu bekämpfen. Hoffnungslos. Wenden wir uns also den neuen Superhelden zu. Und unter diesen ist Marina Abramovic sowas wie Wonder Woman. Die Künstlerin, die mit ihren blutigen und radikalen Performances berühmt wurde, ist mittlerweile ein Guru. Abramovic führte vor kurzem eine Gruppe griechischer Künstler in ihre Lehre ein. 3 Tage Fasten, dabei Reiskörner zählen und in Zeitlupe durch den Schnee stapfen. Danach entwickelte sie eine Performance, alles im Dienste des Weltfriedens. Unsere Regierungen sind korrumpiert. Es gibt Hunger und Kriege in der Welt. Aber was tun wir persönlich dagegen? Wir müssen den Wandel bei uns vollziehen. Das Bewusstsein verändern und die Welt um uns herum verbessern kann nur, wer bei sich selbst ist. Und der chinesische Künstler Brother Nut, der hat damit schon mal angefangen. Er veränderte erst sein Bewusstsein und danach die Luft in Peking. Eine der am meisten verpesteten Städte der Welt. Brother Nut beschloss, das Smogproblem auf eigene Faust zu lösen. Er baute einen Industriestaubsauger um und fing an, den Dreck aus der Luft zu saugen. Und zu saugen und zu saugen. 100 Tage lang. Am Ende hatte er aus dem aufgesaugten Feinstaub einen Ziegelstein gepresst. Angeblich ist das genau die Menge, die ein Bürger Pekings im Laufe eines Jahres einatmet. Das klingt großartig. Baut er damit Häuser? Das könnte gehen. Machen Sie auch. Der erste Stein aus Smog wurde bereits in einem Haus verbaut. Das hört sich doch toll an. Würde ich auch machen. Also schade, dass ich das nicht gemacht habe. Und es ist doch interessant, dass wir einen Künstler brauchen, um genau sowas zu machen. Warum? Olafur Eliasson muss sich sicher nicht grämen, dass nicht er die Idee zu dem Smog-Staubsauger hatte. Er hatte ja reichlich andere Ideen, die Welt ein bisschen sauberer zu machen. Zuletzt mahnte er die Teilnehmer beim Klimagipfel in Paris, die CO2-Belastung des Planeten runterzufahren. Mit tonnenweise Eis aus Grönland. Olafur Eliasson unterwegs im Gletschereis. Der internationale Kunststar liebt die Elemente. Ende 2015 ließ er riesige Brocken Grönlandeis nach Paris schiffen. Dort wurden sie zur Ice Watch, eine Art Sonnenuhr, die uns spüren lässt, wie in jeder Sekunde Jahrtausende altes Eis für immer wegschmilzt. Olafur Eliasson zielt auf den Bauch. Statt verkopfter Reflexionen fordert er unsere Sinne und Gefühle und lässt uns wie Kinder staunen. Über bunten Nebel, Spiegelkabinette,
oder naturverbundene Konzeptkunst. Die Installationen des gebürtigen Dänen laden dazu ein, die Perspektive zu wechseln, die Welt mit anderen Augen wahrzunehmen und selbst kreativ zu werden. Geklappt hat das bisher auch ziemlich gut. Zum Beispiel 2003, als Eliasson eine künstliche Sonne in der Londoner Tate Modern aufgehen ließ. Mit seinen spektakulären Wasserfällen am New Yorker Hudson River wurde Olafur Eliasson endgültig in den Kreis der internationalen Großkünstler aufgenommen. Here he is, the genius behind this. Icelandic, Danish, and now by mayor decree, a real New Yorker, Olafur Eliasson. Eliassons Credo, es ist erstens anders, zweitens als man denkt und muss deshalb drittens auch nicht so bleiben. Würde man tatsächlich seine Umgebung oder seine Wirklichkeit, würde man das als Konstruktion sehen, als Modell, dann lässt sich das auch eher verändern. Na dann, versuchen wir das doch mal. Du hast dir ein mich sehr faszinierendes Kunstwerk erschaffen. Icewatch heißt es, zum Klimagipfel in Paris. Ein ähnliches Projekt war auch der Gletscherbrocken in Kopenhagen. Was war denn dein Anliegen? Obwohl wir über den Eis jeden Tag in die Zeitungen was liest, ja, dann ist das nicht das gleiche Wissen wie die Erfahrung mit Eis selber. Und die Idee, dass man kann da hingehen, seine Hand drauflegen und sagt, boah, das ist ja kalt. Obwohl man wusste es ja eigentlich, alle wissen ja, Eis ist ja halt kalt, aber trotzdem ist die physische Erfahrung halt was anderes. Und das ist das, was Kunst machen kann. Das kann eine Verkörperung eines Idee uns anbieten. Mhm. Und so glaube ich mit der Klima zum Beispiel und der Klimagipfel überhaupt, das ist einfach unglaublich wichtig, dass wir auch mit unseren Körpern den Welt und das Klima wahrnehmen, um auch darauf reagieren zu können. Wir wissen ja, also im Prinzip ist das Wissen wahrscheinlich, also manchmal schon, aber nicht immer genug, um sich selber aktivieren zu lassen. Wie haben die Menschen darauf reagiert? Haben sie sich aktivieren lassen? Ja, weil, also der Eis ist ja eigentlich, interessanterweise, der Eis ist ja rührend. Und die Leute haben ja den Eis zum Teil auch umarmt oder zugehört. Das ist ja halt so mit Eis, was seit so und so 15.000 Jahren gepresst und gefroren und so ist, das ist ja voll mit kleinen Luftblasen. Und wenn der Eis schmilzt, dann kommen diese Luftblasen raus und da gibt es einen kleinen Pop, also einen kleinen Knack. Und man hat dann den Eis zuhören können, wie so ein kleiner Konzert über das Schmelzen. Und da ist Leute eigentlich, also jeder hat natürlich anders reagiert, aber sehr nachdenklich geworden. Boah, und so. Und das war, was war, glaube ich, es war nicht ganz 100 Tonnen, glaube ich, 90 Tonnen. Und das ist wohl genau das, was im Sommer 1000-mal der Sekunde schmelzt. Das heißt, das, was auf dem Platz in Paris war, ist 1000-mal in einer Sekunde weg. Ist unvorstellbar fast. Ja. Du hast mal gesagt, wir sollen die Welt als Konstrukt begreifen, denn dann könnte man sie auch besser verändern. Was genau meinst du denn damit oder wie kann das denn aussehen, die Welt als Konstrukt begreifen? Schlag mal vor, dass wir die Wirklichkeit als ein Modell sehen. Ein vorübergehendes, für unsere Gesellschaft passendes Modell. Wenn man es so sieht, dann könnte man auch sagen, ja, Modelle lassen sich verändern, verhandeln. Der Welt und die Wirklichkeit, die ist verhandelbar. Ich fühl mich dadurch mit denen auch verbunden und ich weiß, wann ich was mache, dann hat das Konsequenzen. Und für mich ist das die zwei so sehr grundsätzliche Fragen. Fühle ich mich mit der Welt verbunden? Oder fühle ich mich von der Welt getrennt? Und zum Beispiel kreativ zu sein, ist eine Art für mich, mit der Welt auseinanderzusetzen. Und in diesem Verfahren sehe ich die Welt als Konstrukt, wo ich, so wie als wäre es eine Skulptur, ich kann den bearbeiten, ich kann den verändern, nicht viel. Also ich bin ja dann schließlich auch nur ich und dann kann ich versuchen, daran ein bisschen rumzuschrauben. Aber das als Idee halte ich für viel gesünder, als man denkt, ach, der Welt ist von mir so weit getrennt, dass egal was ich mache, lässt sich da sowieso nichts verändern. Ich kann Olafur Eliasson nur beipflichten. Ändern kann man immer was, auch wenn die Lage ziemlich auswegslos erscheint.
Die jemenitische Künstlerin Saba Yalas ist dafür ein gutes Beispiel. Jemen wird gerade von Luftschlägen heimgesucht, hauptsächlich von saudi-arabischen Kampffliegern, die die schiitischen Houthi-Rebellen bekämpfen. Mithilfe des Zeichenprogramms ihres Smartphones macht Yalas aus den Kriegsbildern idyllische Illustrationen. Sie sollen die Erinnerungen an den Frieden wachhalten. Na gut, die Welt rettet Saba Yalas mit ihren Bildern vielleicht nicht. Aber sie verbreitet Hoffnung und das ist ja schon mal was. Kunst ist auch nicht dafür da, die Welt zu retten. Ist auch nicht dafür da, die Welt besser zu machen. Sie ist nur dafür da, die Welt schöner zu machen. Kunst ist dafür da, uns mit unserer Existenz zu versöhnen. Ja, das ist eine ganze Menge. Die Welt retten ist eh so ein Aspekt, der mir fremd ist. Ich glaube nicht, dass man das so kann. Kann man nicht? Ansichtssache. Ich kenne jemanden, der ganz fest daran glaubt, dass er die Welt retten kann. Der wundersame Lee Scratch Perry. This is Lee Scratch Perry, ha 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 ha. Who conquer all the vampire? Who conquer all the vampire? Lee Scratch Perry ist der Erzengel des Dub, ein Reggae-Produzent, der sich selbst als Erlöser sieht. Die Konzerte des Jamaikaners sind Gottesdienste, in denen das Böse keine Chance mehr hat. Diese Woche kam ein Dokumentarfilm von Volker Schaner in die Kinos, der das Leben und die Lehre des Reggae-Heilands zeigt. In Jamaika betrieb Perry das Black Ark Studio, wo auch ein gewisser Bob Marley ein- und ausging. They were not great musicians, but they were listening to what I was saying. And because what I was saying was new to them, they were farming it in music and it was sounding pleasing to the people here. So what up? Lee Scratch Perry knöpft sich alle Übel des modernen Lebens vor, eins nach dem anderen. What's your name? My name is Addiction. And what are you doing? I make people sick and addicted to poison, so they believe they can't live without me. What's your name? No game. My name is Stress. I put people under pressure. And they lose orientation in their minds. Stress, die große Seuche der modernen Welt. Mit ihr will es auch der britische Komponist Max Richter aufnehmen. Er hat ein 8 Stunden langes Wiegenlied geschrieben, Musik, die ausdrücklich dazu einlädt, dabei einzuschlafen und sich vom Stress zu heilen. Das Werk namens Sleep feierte gerade seine Uraufführung in Berlin. Toll. Ja, das hört sich doch unglaublich toll an. Das muss ich jetzt sofort probieren. Abends um 10 in Berlin-Mitte. Rein gar nichts hier sieht nach Entspannung aus. Über 400 vollbepackte Menschen in einem dunklen, kalten Kraftwerk. Max Richter präsentiert sein neues Werk Sleep. Ich habe das Gefühl, dass wir ein bisschen überladen sind. Vielleicht ist das ja nur bei mir so, aber wir verbringen wirklich viel Zeit mit Daten und Informationen. Dieses Stück ist eine Einladung, 8 Stunden lang Pause zu machen. Es ist eine Straßensperre auf der Datenautobahn, wie ein kleiner Urlaub.
Das Festival Märzmusik hat geladen. Für jeden Zuschauer steht ein eigenes Bett bereit. Die meisten sind gut vorbereitet. Ich habe mein Handy extra zu Hause gelassen, um durchschlafen zu können. Schlafanzug? Hausschuhe? Ich habe einen Zahnbürste dabei. Soll ich es nachgehen zum Eigentlich nur Whisky und ein Kissen. Noch eine Stunde, bis das Konzert losgeht. Die Besucher machen es sich schon mal gemütlich. Die Platte Sleep kam im September raus, aber es ist das erste Mal, dass das Stück öffentlich aufgeführt wird. Die ganze Nacht lang live. Für mich sind Musik und Schlafen beides veränderte Bewusstseinszustände. Und die fühlen sich verbunden an. Ich mag diese Idee, Musik unbewusst und weniger absichtlich wirken zu lassen. Ich bin aufgeregt und ich freue mich. Ich versuche es als Start meines Arbeitstages zu sehen. Ich tue so, als ob jetzt morgen wäre und dann singe ich einfach den ganzen Tag. Um Mitternacht geht's los. Ich wünsche euch allen eine gute Reise durch die Nacht. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Fühlt sich sehr nach dem Ende der Welt an, alle zusammen in diesem Industriegebäude. Es ist voll die Traumwelt irgendwie und es ist voll schön. Wenn man so um sich guckt, alle kuscheln und schlafen, sind so eingemummelt. So. Ja, voll, wirklich so ein bisschen eine kleine heile Welt. So. Neurowissenschaftler sehen Schlaf als Prozess der Informationsverarbeitung. Es geht nicht um Ruhe, sondern darum, Informationen zu sortieren, Erinnerungen zu strukturieren, zu lernen. Man ist also nicht ausgeschaltet beim Schlafen wie ein Objekt. Wir machen etwas, das Gehirn ist aktiv und arbeitet, aber auf eine andere Art und Weise. Gegen 7:30 am Morgen wachen die meisten ganz von alleine wieder auf. Die letzten Minuten von Sleep. Heute Abend war toll und sehr im Fluss. Mir hat es wirklich Spaß gemacht, aber jetzt falle ich ins Bett. Die Musiker dürfen jetzt schlafen, für alle anderen beginnt ein neuer Tag. Ich habe echt auch so das Gefühl, als hätte das was so auf physischer Ebene mit meinem Körper gemacht. Als hätte das wirklich irgendwie so mein ganzes System beruhigt. Weil man kann sich dem gar nicht entziehen. Die Musik, die hat so auf einen eingewirkt und alles runtergefahren. Und so fühle ich mich auch ein bisschen, ja. Voll entspannt. Man sieht, der Trend zu immer längeren Kunstwerken hält an. 8-Stunden-Konzerte, 24-Stunden-Theaterstücke, 30 Jahre lange Kunstprojekte. Wie zum Beispiel die Arbeit Diving Through Europe von Clara Hopser. Hello, my name is Clara Hopser. I plan to dive through Europe. I'm about to enter here at the North Sea. Rotterdam is over there. Anyway, I will start the diving through Europe now.
see if it works. Die tschechische Künstlerin versucht gerade, einmal quer durch Europa zu tauchen. Über alle Grenzen hinweg. Den Rhein hinauf, dann durch den Main zur Donau und ins Schwarze Meer. Als wir das letzte Mal von ihr gehört hatten, war sie gerade irgendwo bei Delft. Ob sie es allerdings wirklich bis ins Schwarze Meer schafft? Ja, das glaube ich. Also Kunst ist ja der Kunst, also ich sage mal, Kunst ist ja der Politik des Unmöglichen. Und das ist, hört sich ja unmöglich an, daher schafft sie das sicher. Kunst ist die Politik des Unmöglichen. Diesen Satz lassen Sie sich jetzt mal bitte auf der Zunge zergehen. Er könnte auch in bunten Ballonbuchstaben über einem Konzert von Sascha Frolova hängen. I think art is the only way to change this world to. Kunst ist der einzige Weg, diese Welt zum Besseren zu verändern und sie zu retten. Das macht Künstler zu neuen Superhelden. So artists are new superheroes and. Sie sollten übernatürlich sein. Sie sollten ihre Liebe teilen. Und sie sollten mit positiven Energien in ihrer Kunst die Welt vor einem dunklen Schicksal bewahren. Welt, dein Leiden hat ein Ende. Hier kommt Sascha Frolova. Die 31-jährige Russin hat Latex für ihre Kunst entdeckt. Ob angezogen oder aufgeblasen, seit mittlerweile 9 Jahren entwirft Sascha Frolova grellbunte Skulpturen, Kostüme und Perücken und landet damit genauso erfolgreich in Fetischmagazinen wie in Kunstgalerien. Aqua Aerobica heißt die Performance, mit der Sascha Frolova weltweit unterwegs ist. Die Kostüme passen in ein paar Koffer. Die Mitperformer werden vor Ort rekrutiert. Mit Politur sehen die Kostüme aus, als wären sie aus flüssigen Substanzen. Wie ein leckeres Eiscreme-Topping oder so. Nur so kommt das spezielle Frolova-Feeling auf. Ich mag dieses ganz andere Körpergefühl. Alle Bewegungen fühlen sich anders an. Das Material dehnt sich und du fühlst dich wie aus Plastik. Sascha Frolova operiert stets an der Grenze zwischen kindlicher Unschuld und erwachsener Fetischfantasie. Im vergangenen Jahr wurde sie in London zur Alternative Miss World gekürt. Dem Miss-Titel der Drag Queen und Performance-Szene. In ihrer Heimat Russland trifft sie auf weniger Verständnis. Es gibt leider nur einen kleinen Kreis von Leuten in Moskau, die offen für meine Kunst sind. Wir sind da als Performance-Künstler ziemlich abgeschottet. Das ist schade. Ich will die Menschen für neue visuelle Wahrnehmungen sensibilisieren. Sie sollen sich weiterentwickeln. Aber die meisten sehen nur die sexuelle Implikation und erkennen nicht an, dass das Kunst ist und als solche spannend sein kann. Kunst, die außerdem nur das Gute will, universelle Toleranz, Schönheit und Frieden für den ganzen Planeten Erde. Wobei, nachhaltig ist das ja eher nicht. Der ganze Gummimüll, der dabei anfällt. Eigentlich geht der Trend im Popkonzerte-Business ja eher zum Recycling. Der Vorreiter in der Sache ist das dänische Roskilde Festival. Bei dem Festival mit 100.000 Musikfans wird dieses Jahr besonders auf Recycling geachtet. Zum Beispiel werden 25.000 Liter besten Urins, die ansonsten die Umwelt belasten würden, zum Bierbrauen verwendet.
From Piss to Pilsner heißt die Initiative des dänischen Landwirtschafts- und Lebensmittelrats. Und das geht so. Der Urin, der in Roskilde traditionell bereits ordentlich Alkohol enthält, wird gesammelt. Damit wird Hopfen gedüngt, der dann 2017 wieder an die Festivalbesucher als Bier ausgeschenkt wird. Ein vollendeter Kreislauf, auch wenn vielleicht nicht jeder Lust hat, sein eigenes Pipi zu rekonsumieren. I would not drink it. Nein, das würde ich nicht trinken. Gute Idee, aber nein, danke, nichts für mich. Ja, natürlich. Absolut, ja, damit habe ich überhaupt kein Problem. Na, war klar, dass Olafur Eliasson offen ist für innovative Umweltkonzepte. Er hat ja auch eine ganze Reihe von Produkten erfunden, die diesen Planeten ein Stück besser machen. Willkommen im Kulturpalast Teleshopping. Wollten Sie nicht auch schon mal das Werk eines internationalen Großkünstlers besitzen? Aber das Kleingeld reicht nicht für einen Richter oder einen Hearst? Kein Problem. Bestellen Sie sich diese von Eliasson designte Lampe namens Greenlight. Damit finanzieren Sie gleichzeitig Deutschkurse für Flüchtlinge und setzen ein symbolisches Willkommenssignal. Oder wie wäre es mit diesem Solarcharger, mit dem man auch mitten in der Savanne sein Handy aufladen kann? Oder aber der Klassiker, die Solarlampe Little Sun. Au! Wir haben ja hier auch Beispiele, die du mitgebracht hast, im Sinne von Veränderungen. Hier zum Beispiel, so ein bisschen älter, Little Sun. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was erzählen. Ja absolut, ja. Bitte. Oft hänge ich das so mir um den Hals. Nein, aber Little Sun ist im Prinzip ein kleines Solarpanel, ein wiederaufladbares Batterie. Ich habe das hier in Berlin wieder aufgeladen. Und daher ist das jetzt tatsächlich die Sonne in Berlin. Und so halte ich jetzt die Sonne in meiner Hand. Ist ja wie so ein kleines Solarkraftwerk, könnte ich sagen. Aber wenn ich das hier lade, tue ich ja nicht nur das laden, ich tue auch mein Herz laden. Ich lade mich selber. Ich bin energisch, könnte ich sagen, oder? Und wir verkaufen das dann für die so im Großen und Ganzen für Produktionspreis in 12 verschiedenen afrikanischen Ländern, Sub-Saharan. Und aber hier in Berlin verkaufen sie es dann ein bisschen teuer und in Europa und Amerika, online hauptsächlich. Und so schaffen wir mit dem Profit von das Online, verkaufen pro Woche vielleicht so 1.000, 2.000 Stück. Und diesen Profit verwenden wir dann, dass wir das dann aber auch für den Markt zugänglich zum Beispiel in Afrika machen. Und das ist deswegen wichtig, weil wir wollen natürlich nicht, dass der kleine Elektronikhändler, weil wir hier umsonst mit den Lampen kommen, seinen Laden schließen müssen. Mhm. Und so versuchen wir uns so weit wie möglich in die verschiedenen Mikromärkte überhaupt in Afrika zu integrieren. Mhm. Und was macht das jetzt zum Kunstobjekt? Ja, verschiedene Sachen. Erstmal sage ich jetzt mal so, das ist Kunst. Ja. Oder? Und das reicht schon. Das hat dann auf einmal einen anderen Status. Findest du, unsere Welt ist noch zu retten? Ja, das, also ich finde ja sowieso der Welt gar nicht so schlecht. Das heißt ja nicht, dass wir haben schon unglaubliche Probleme. Aber wir sind ja auch toll. Danke, Olafur Eliasson. Das war unsere Kulturpalast-Sendung zum Thema Kann Kunst die Welt retten? Und schalten Sie nächste Woche unbedingt ein, denn dann kommt The Fabulous Lars Eidinger und es geht um Shakespeare. Bis dahin, schöne Osterfeiertage und alles wird gut. Tschüss! Problem, Problem, Problem. Probleme, 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 Probleme.